Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Mein Name ist der Umlautmann und willkommen zu einem weiteren Part dieser Nuzlocke, wo wir uns aktuell im Finale befinden. Schwer zu erkennen mit der riesigen Statue in der Mitte. Kann man da eigentlich rangehen? Lol. Warte, was? In die Statue ist folgende Inschrift eingemeißelt. Die Pokémon-Liga ist die Heimstätte vierer kraftstrotzender Trainer. Im Südwesten lebt die... Ah! Bro, wir hätten auch einfach da den Typen ablesen können. Cool. Im Südwesten lebt jene, deren Wissen um Pokémon Typ Geist ohnegleichen ist. Im Südosten nie ohne Seife aus... Ah, okay. Umstrittene Meister der Kampf-Pokémon. Kampf-Pokémon kommen als nächstes. Na, tolle Wurst. Ja. Nordwesten Unlicht und Nordosten Psycho. Die drei haben wir ja schon besiegt. Der rechten Mischung aus Mut und Weisheit. Und der Weg zum Champ der Pokémon-Liga wird sich dir öffnen. Okay. Cool. Gut zu wissen. Also am Ende öffnet sich der Weg in der Mitte. Ich kann mich sogar noch ganz, ganz grob daran erinnern. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall. Boah, vor allem, ich muss gerade so mächtig aufstoßen. Ich habe gerade Schimmelkäse gegessen. Und kein Schimmelkäse, sondern Käse mit Schimmel. Das habe ich leider erst zu spät gesehen. Und jetzt ist irgendwie alles sehr strange. Ich halte dich auf dem Laufenden während des Parts, wie meine Gemütsstimmung ist. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Drei Trainer haben wir besiegt. Ein Opfer haben wir bisher gehabt, was eigentlich eine relativ gute Quote ist, so an sich. Sina. Ich weiß nicht, wie wichtig Sina noch in dieser Nuzlocke in diesen nächsten Kämpfen geworden wäre. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber rest in peace an der Stelle. Wir haben alle in den Kommentaren getrauert. Aber wir sind noch alle hyped. Das habe ich auch gelesen, dass ihr hyped seid. Ich bin hyped. Und von daher freue ich mich auf den weiteren Verlauf dieser Nuzlocke. Wir haben noch 5 Pokémon und alle sind irgendwie nicht so ganz gut jetzt für die nächsten Kampftypen. Wir haben einmal Yasin mit Typ Unlicht. Ballert nicht so. Yasin wird relativ schnell weggehauen. Frosty genau dasselbe. Der Kampftyp ist sehr effektiv. Musa normal effektiv. Nikolas normal und Stigi auch normal. Bedeutet, wir müssen den Fight jetzt mit Musa, Nikolas und Stigi regeln. Frosty, Yasin im absoluten Notfall, wo wir eigentlich drauf verzichten sollten. Normalerweise. Okay, mein Vorschlag ist es, ich hoffe, dass jetzt irgendwie keine Attacke gegen Musa effektiv ist, aber Kampf ist eigentlich normal effektiv gegen Gift. Sliden wir als erstes mit Musa in den Kampf, weil dann haben wir Giftstachel. Mit Giftstachel vergiften wir jedes Teammitglied, was irgendwie reinkommen sollte. Und, das hat mir Nick mal in die Kommentare geschrieben, Shoutouts an der Stelle, und wir können eine super gute Strategie spielen. Nikolas besitzt Bürde. Bürde verdoppelt seine Stärke, sobald sobald der Gegner eine Statusveränderung hat. Mit Giftstacheln werden alle Pokémon, die reinkommen, vergiftet und dementsprechend müssen wir kein Irrlicht mehr einsetzen. Wobei, Irrlicht könnte eine starke Kombination werden, wenn die physische Attacke halbiert wird bei Kampf-Pokémon. Boah. Ja, das wird jetzt krass. Ich weiß nicht, wie wir am besten spielen. Weil Irrlicht wäre auch strong statt Giftstacheln. Ich weiß nicht, wie sinnig Giftstacheln ist oder ob wir doch Irrlicht spielen sollten. Wobei Irrlicht natürlich auch risikohaft ist. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. Ja, wir beobachten erstmal. Ich glaube, Giftstacheln und sobald der Trainer Top-Genesung einsetzen sollte, dann, ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. hat das gegnerische Pokémon sowieso keine Statusveränderung mehr. Von daher, easy, easy. Let's freaking go! Let's freaking go! Let's freaking go! Oh, oh, oh. Dann, auf geht's, nach oben. Ey, ich finde das so nice. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben, wie geil diese Animation eigentlich aussieht. In der Top 4. Wie viel Mühe sich immer gegeben worden ist für diese Spiele. Das ist echt einmalig und ein super geiles Highlight. Los geht's! Es muss aber auch episch bleiben für solche Kämpfe hier. Was geht, Mann? Du möchtest dich also mir stellen? Du möchtest dich mir also stellen? Was? Mein Name lautet Eugen und ich trainiere unter Meister Lauro, um den Umgang mit Kampf-Pokémon zu perfektionieren. Mein Meister hat dich übrigens in den höchsten Tönen gelobt. Ich würde mir gern selbst ein Bild von deiner Stärke machen, wenn du erlaubst. Na, Siggi! Ja, sicher, ja klar, erlaube ich dir das. Ja, sicher, ja klar. Auf geht's. Kämpfen wir mal gegen diesen Dude. So, Top 4 Eugen. Jui Testo wird eingesetzt. Vor dem Pokémon wurde ich in den Kommentaren gewarnt.
Mir wurde auch so eine grobe Strategie gegeben, wie man gegen den prinzipiell kämpfen könnte. Aber ich will es natürlich selber herausfinden, wie wir hier am besten agieren. So, wir starten mit Giftspitzen. Musa ist schneller als Jui Testo, sehr Dampfer. Dampfhals ist sehr effektiv. Okay, es beginnt cool. Wir werden Musa auswechseln. Musa werden wir auswechseln, aber nicht zu Nikolas. Nikolas hat jetzt auch ein Problem mit dem Bodentypen. Wir müssen mit Stiggy reinsliden. Und Stiggy, ich bitte dich vielmals, du wirst das schon irgendwie regeln. Das ist nicht sehr effektiv. Und die Initiative sinkt, das ist auch nicht cool. Das ist definitiv auch nicht cool, weil Stiggys Initiative ist eigentlich immer so ein Gamechanger. Boah, das sieht original nichts. Ich habe eine Idee, wie wir in diesem Fight eigentlich hineinsliden können. Du bist sehr stark, das lässt mein Herz höher schlagen. Danke, Mann. Wir werden jetzt Stiggy komplett pushen. Also früher oder später wird Stiggy eh nicht mehr das schnellste Pokémon hier auf dem Spielfeld sein. Deswegen werden wir jetzt mit eingerollten Angriff, Verteidigung und Genauigkeit steigern. Das ist, glaube ich, das Smarteste, was wir jetzt machen können. Wir werden Stiggy jetzt zu einem kompletten Monster verwandeln mit Einrollen. Wir können es ja... Oh, Steinkante hat das Ding auch noch. Gut zu wissen, wenn wir jetzt mit Nikolas reingeslidet. Boah, warum kannst du denn solche Attacken, Meister? Warum denn? So, das dritte Mal einrollen. Bam. Geil, es läuft. Dreifach schon nach oben gepusht. Vierfach lassen wir uns für den Fight auch nicht nehmen. Bam, Junge, weiter geht's. Vierfach nach oben pushen. So, der Nummer 5 einrollen. Digga, Steinkante trifft ja gar nicht mehr. So, und jetzt ist Stiggy ein komplettes Monster. Jetzt müsste Stiggy das hinbekommen, so. Steinkante trifft jetzt ausnahmsweise mal, ist in Ordnung. Und nochmal einrollen. Let's go. Also, die Verteidigung ist sehr, sehr strong. Ich glaube, Gigasauger ist eine spezielle Attacke, oder? Würde ich trotzdem gleich mal einsetzen. Ja. Aber Laubklinge ist physisch, right? Bedeutet, wir müssen jetzt mit Laubklinge in diesen Fight hineinsliden. Aber bevor wir jetzt angreifen, setzen wir Egelsamen ein. Was ist denn Bär? Was ist das? Wow! Einfach nur wow! Ich habe ein bisschen Schiss. Aus welchem Loch hast du diese Attacke rausgekramt, Bro? Okay, wir müssen, glaube ich, den ersten Trank gleich einsetzen, oder? So, also er wird jetzt safe auch eine Genesung oder so einsetzen. Egelsamen, sehr sexy. Bam! Egelsamen hat sogar gerissen. Sehr cool. Okay, cool. Wishu wird eingesetzt. Okay. Sollen wir mit Stiggy drin bleiben? Sollen wir mit Bürde rein? Ich gehe mal mit Bürde rein. Ich habe ein bisschen Angst um Stiggy, wenn ich ehrlich bin. Ich würde jetzt erstmal mit Nikolas ein bisschen reingehen. Das Ding ist ja eh ein Kampf-Pokémon. Nikolas, du wirst das schon irgendwie hinbekommen. Auch wenn Stiggy gerade gepusht ist wie das übelste Monster. Habe ich ein bisschen Angst. So, wir gehen mit Bürde rein. Warum hat denn jeder so eine Drecksattacke? Okay, K. Adonis. Wir werden Stiggy trotzdem meinen Trank geben, weil ich jetzt nicht weiß, was K. Adonis drauf hat. Nicht, dass der jetzt auch so eine überraschende Attacke hat, mit der wir jetzt nicht rechnen. Let's go. Alter, Giftstachel ist sehr wichtig. Giftstachel ist sehr, sehr wichtig. Ey, Supertrank gibt zu wenig. Wir gehen direkt mit einem Hypertrank rein. Ist jetzt der erste Hypertrank in diesem Fight. Yes. Der erste Hypertrank. Let's go. Zwei Pokémon müssen wir noch. Steinkante. Geil. Das wird nicht viel ziehen. Wow. Mehr als gedacht. Boah, bitte gib uns kein Crit. Bitte. Also Egelsamen müsste auch noch da sein, oder? Verschwindet Egelsamen, sobald man das Pokémon auswechselt. Oh, das sind Schmerzen. Boah, ich habe immer so Angst vor einem Crit, ne?
Egelsamen existiert denn ja gar nicht mehr, Bro. Eigentlich müssen wir noch einen Hypertrank einsetzen. Das ist dann der zweite Trank an der Stelle, aber wir dürfen Stigi auf gar keinen Fall verlieren, der zweite Trank. Der Dude will doch auch irgendwas einsetzen, oder? Yes, ich wusste es. Okay, cool. Er wird jetzt mit Steinkante reingehen. Wir setzen Egelsamen ein und Gigasauger. Dann sparen wir uns die Hypertränke. Hallo? Ich wollte gerade sagen, warum reagiert mein Controller denn nicht? Egelsamen, warum sind wir denn schneller? Oder werden die Werte neutralisiert? Sobald man das Pokémon auswechselt, bleiben die nicht im ganzen Kampf über? Das finde ich strange. Ist das so? Dann habe ich mich ja vollkommen umsonst nach oben gepusht, oder? Ja, scheiß drauf. Wir haben uns vorhin zumindest ein bisschen nach oben gepusht. Oh, danke an Egelsamen, Bro. Danke an Egelsamen. So, jetzt noch einmal Gigasauger. Ist in Ordnung. Dafür haben wir jetzt wieder zwei oder drei Tränke. Ich glaube, so viele brauchen wir gar nicht mehr. Let's go mit Gigasauger. Wir sliden uns ein bisschen was an Lebensenergie. Yes! Baba-Kombi. Baba-Kombi. Und jetzt noch mit Laubklinge rein und der Hase sitzt. Laubklinge. Ich glaube, das ist es, ne? Ich glaube, das muss es gewesen sein für Karadonis. Yes! Karadonis ist weg vom Fenster. Sehr cool! Das wird jetzt ein heftiger Fight, Bro. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werden dein Pokémon verlieren. Stigi, Mann. Du hast uns das ganze Projekt über begleitet. Ich glaube an dich, dass du es schaffen kannst. So, das Ding ist vergiftet. Wir haben noch Egelsamen. Jetzt gilt's. Solange er kein Crit hat, probieren wir es mit Einrollen wieder. Wir pushen uns wieder nach oben für diesen Fight. Hammerarm. Oh, das ist stark. Das ist stark, Mann. Das hat 60 gezogen. Ist Egelsamen schon wieder weg? Scheiße. Okay, der wird jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich Hammerarm spammen. Hammerarm hat aber nicht die beste Genauigkeit, ist das, ist der Punkt. So, ich glaube, ein oder zwei müssten wir noch haben. 57. Bitte hab kein Crit. Mit Gigasauger rein. Mit Gigasauger rein. Mit Gigasauger rein ziehen sie. Yes! Nice one. Ich glaube, das ist es, oder? Wenn er jetzt keine Top-Genesung einsetzen sollte. Bitte setz keine Top-Genesung ein. Du hast schon genug Top-Genesen in diesem Fight. Gigasauge. GG. Boah, GG für diesen Fight, Mann. GG für diesen freaking Fight. Alter. So etwas wie der stärkste Pokémon gibt es nicht. Ja, wer weiß, ne? Und ich respektiere dich. Ja, ja, danke, Mann. Danke. Danke für diese wunderbaren Worte. Du hast eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass du der stärkste Trainer der Pokémon-Liga bist. Danke, Mann. Begib dich nun zur Statue auf dem Forum und suche die Kammer des Champs auf. Junge, nicht die Kammer des Schreckens, sondern die Kammer des Champs. Wir Mitglieder der Top 4 von Einheit haben den Champ geschworen, uns unbedingt unparteiisch zu verhalten. Nun liegt es an dir, junger Trainer. Danke, Mann. Aber davor werden wir unsere Pokémon definitiv heilen. So, So, Hypertrank setzen wir mal ein. An die gedamagten Pokémon. Frosty und Yasin waren einfach auf der Ersatzbank und haben zugeschaut für diesen Fight. Boah! Okay. So, perfekt. Wir müssen aber auf jeden Fall jetzt so einen AP-Heiler einsetzen. Wo ist denn das hier? Top-Heiler, Top-Trank, AP-Heiler, Hyper-Heiler, Top-Genesung. Wo ist denn das hier, der Bums? Elixier. Füllt die AP aller Attacken eines Pokémon. Ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich Stigi einsetzen. Ja.
weil Stigis Attacken sind sehr, sehr wichtig, vor allem in der Kombination. Also wir haben voll das gute Moveset mit Serpiro, ja, da kann man sagen, was man möchte, nicht wahr? Rein geht's. Los geht's gegen Lauro. Den süßen Dude haben wir schon so oft jetzt in diesem Let's Play gesehen. Von daher wird es jetzt Zeit, gegen ihn zu kämpfen. Da ist es, ne? Oh mein Gott. So, Pokémon. Nochmal zur Kontrolle, ob es wirklich allen gut geht. Es geht allen gut. Sehr schön. Das freut mich natürlich, dass es allen gut geht. Junge, diese riesige Fläche hier. Das ist so eine Platzverschwendung. Lauro, stell dir doch eine schöne Couch hin. So eine wunderbare Casting-Couch. Nie ohne Seife waschen. Südwestlich von der Fläche hier unten. Und dann sitzt der Hase. Im wahrsten Sinne des Wortes, Junge, sieht das episch aus. Das sieht so episch aus. Heilige Makrele, vor allem mit der drehenden Kamera jetzt und dieser riesigen Treppe. Ist einfach so, wow. So ein Palast, Digga. Das ist einfach so ein Palast. Das wäre halt actually sehr nice, wenn hier ein Item liegen würde, aber auch sehr unprofessionell von Lauro. Dass er einfach so Items hier liegen lässt. Da ist er, ne? Oh, hallo. Der Albtraum ist endlich vorüber. By the way, Fun Fact. Albtraum wird, glaube ich, mit B geschrieben. Ich weiß nicht, ob beide Schreibweisen funktionieren. Das haben wir irgendwann mal. Doch, es funktionieren beide Schreibweisen. Aber das wurde uns mal im Deutschunterricht erklärt. Ich habe das doch ganz grob Erinnerung. Dass Albtraum mit B eigentlich so das Richtige ist. Meine ich zumindest, wenn ich Scheiße labern sollte, verbessert mich. Und Albtraum sich irgendwie eingebürgert hat. Naja, aber weiter geht's. Nie mehr sinnlose Leid unter... Warte mal. Nie mehr sinnloses Leid unter menschlicher Knute. Dank meinem Freund Seekrum sind die Pokémon nun frei. Du schimpfst dich Champ und warst trotz deines Titels nicht imstande, mich aufzuhalten. Deine Gutmütigkeit ist deine Schwachstelle, Lauro. Nachdem dein Pokémon einer schweren Krankheit anheimgefallen war, der es letztlich erlag, durchstreiftest du rastlos die Einer-Region, um die Leere in deinem Herzen zu füllen und deinen Schmerz zu lindern. Lindern. Christian Lindern. Und ernsthafte Kämpfe hast du wohl auch seit langem nicht mehr bestritten, oder? Doch möchte ich dich deswegen nicht tadeln, ganz im Gegenteil. Angesichts meiner Stärke geht selbst der Champ in die Knie. Ich bin der stärkste Trainer von Einal und als solcher erteile ich allen Trainern weit und breit den Befehl, ihrem Pokémon die Freiheit zu schenken. Noch nicht ganz. Darauf haben wir noch alle gewartet, oder? So habt doch Erbarmen! Ich bitte dich doch nur um meine Sache. Trenne dich das Band, welches Menschen und Pokémon eint. Das Schicksal hat zugunsten meiner Überzeugung ausgesprochen, als es mir im Kampf gegen dich zum Sieg verhalf. Die Würfel sind gefallen, Lauro. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Hi. Ich habe dich bereits erwartet. In der Zukunft, auf welche ich in einem Blick erhaschen konnte, warst du im Besitz jenes Steins, des Lichtsteins. Er reagiert auf die Anwesenheit von Seekrum. Halt! Dieser Ort ist der legendären Drachen-Pokémon unwürdig. Erhebe dich aus den Tiefen der Erde, oh du mein prächtiges Schloss, und umgürte mit deinem machtvollen Gemäuer die Pokémon-Liga. Ich dachte, wir kämpfen jetzt einfach gegen den Champ. Was soll der Müll? Oh Gott, das wird jetzt episch werden. Kommt jetzt Seekrum oder Reshiram? Boah, das ist episch. Nicht. Hilfe! Ja, Freunde, wo ist das Problem? So schnell kann man Hochhäuser bauen. Vor allem, wie ist das möglich? Waren wir nicht gerade noch irgendwie oben auf einer Pokémon? Die Junge, sieht das episch aus. Okay. Broski, was passiert hier? Hallo? Mein Schloss! Aus dem finsteren Erdreich emporgestiegen zu neuer Größe. Von der schwindelerregenden Höhe seiner Zinnen werden die Befehle des neuen Königs in allen Winkeln der Einer-Region widerhallen. Ich erwarte dich im Schloss. Oh! Okay, okay, okay. Bla bla bla, bliblablub. Yo, müssen wir nicht erst gegen Lauro kämpfen? Ed Sheeran, was geht, Mann? Lass mich in Ruhe. Lauro, du siehst nicht gut aus. Ich habe gerade einen neuen Song für dich geschrieben. Und deinem Champ stelle ich mir etwas anderes vor. Oh, du hast es geschafft. Ja, ich habe alle vier Mitglieder der Top 4 bezwungen. Auch wenn es wirklich kein Zuckerschlecken war. Deswegen habe ich ein neues Album geschrieben.
Dann lass dich beglückwünschen. Es ist mir gelungen, stärker zu werden, nachdem ich begriffen hatte, was ich eigentlich erreichen wollte. Liladon, bitte mach N klar, dass Menschen gerade deswegen stärker werden, weil sie Seite an Seite mit den Pokémon stehen und dass meine Pokémon durch mich auch sehr viel gelernt haben und so stärker werden konnten. Ich habe verloren. Dabei wollte ich diesen frechen Naseweiß mit Hilfe der Kraft, die Menschen und Pokémon verbindet, gehörig in die Parade fahren und ihm zeigen, wie nichtig seine Luftschlösser sind. Oder liegt er am Ende mit seiner Vision richtig? Immerhin kann man den Lauf der Dinge nun ändern, wenn man seine Träume zu verwirklichen sucht. Ich bitte dich, Liladon, zeige einen, dass nichts zu nichts führt. Das Band zwischen Menschen und Pokémon zu kappen. Alter, ich zeig ihm, was eine Hake ist und rede nicht von Gartentipps. Let's go! Junge, das leiden wir mal rein. Boah, die Mucke gerade, die fetzt. Die fetzt anders. Yo! Alter, gegen wie viele müssen wir jetzt kämpfen? Wer sich in sein Schicksal fügt, wird fortbestehen. Wer sich ihm widersetzt, wird vergehen. Alter, die Mucke gerade. Der Tugend folgt die Belohnung, dem Laster die Strafe. Was nützt alles Wissen, wenn die Erfahrung fehlt? Wer einen Fehler begeht und ihn nicht behebt, begeht einen weiteren Fehler. Die Noble leitet die Gerechtigkeit, die Niederen die Habgier. So wie am Himmel nur eine Sonne steht, so regiert nur ein Volk das König das Volk. Alsdann, wir werden nicht zulassen, dass unserem König etwas zustößt. Ein Mark des Scheiterns des Plans von Gezes vielleicht verzagen. Wir sechs werden dich jedoch hier und jetzt zur Strecke bringen. Boah, das wäre geil gewesen. Ach ja, und ihr glaubt wirklich, dass es euch dabei Erfolg beschieden sein wird? Hä? Wer redet da? Du hast also wirklich bis hierher geschafft, Liladon. Junge, wie episch ist das denn bitte? Humpf, ganz recht, und ich bin nicht allein gekommen. Digga! Das ist der Rücken von Liladon! Was willst du machen, Mann? Das ist mein Libanesen-Clan. Ja, das ist... Wie episch ist das bitte, dass alle Arena-Leiter jetzt zum Schluss kommen und gegen diese Horde zu kämpfen. Wir können einfach... Das ist gerade so... Ich habe Gänsehaut. Das ist, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie episch. Wir können einem fast leid tun. Nicht nur, dass wir ohnehin schon stärker sind als ihr, wir sind auch noch in der Überzahl. Vermaledeidet Arena-Leiter. Als Arena-Leiter können wir doch nicht einfach die Augen davor verschließen, was Team Plasma hier veranstaltet. Außerdem hat die kleine Belle uns doch so nett um Hilfe gebeten. So sieht's aus, wir haben alles im Griff. Genau, alles im Griff. Träger des Lichtsteins setzt seinen Weg fort. Dankeschön. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fight. Oh Mann, schon ist die Musik zu Ende? Bro, wo muss ich lang? Das ist voll der Irrgarten hier, oder? Das ist ein richtiger Irrgarten. Boah, diese Musik, Alter. Ich weiß nicht, warum diese Edition damals gehatet worden ist. Real Talk. Hier entlang. Wo entlang? Achso. Hi. Nur keine Sorge, du kannst auch in diesem Schloss deine Pokémon heilen. Jawohl! Gönn deinem Pokémon-Team als erstes ruhig mal eine kleine Päuschen in diesem Zimmer dort. Der große Enten. Als ob! Jetzt habe ich die AP voll unnötig benutzt, ne? Den AP-Heiler. Ja gut, ne? Also, warte, wir können auch den PC benutzen, hieß es, ne? Und dann packen wir Sina einfach mal auf den PC. Jo, was geht bei euch? Zum heiligen Bimbanius seid ihr bitte. Was bist du? Ich bin die Muse der Liebe, ich weiß, du bist der Trainer, der N die Stirn bieten will. Okay. Dankeschön, aber was macht ihr so random hier drin und warum helft ihr mir? Tief in seinem Inneren weiß N dies wohl auch, doch er hat bereits zu lange in der Einsamkeit dieses Schlosses gelebt. Ah, wer bist du? Okay, okay, okay. Ich dachte, es würde dir einen PC geben, verdammte Kacke. Ja, okay. Wir dürfen Sina einfach nicht einwechseln. Sina ist eben jetzt Top-Bit. Habe ich mich wohl verlesen. Naja, dann kämpfen wir jetzt trotzdem mal gegen N. Ich bin ready for the fight. Müssen wir nicht vorher noch Seekrumm fangen? Was geht bei euch? Hallo? Dieses Schloss wurde im Geheimen über viele Jahre hinweg unter Ausbeutung der geraubten Pokémon erbaut. Niemand schien davon zu wissen. Okay? Hi. Alles verlief nach dem perfekten, groß angelegten Plan von Gezes. Es wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben, wie er es schaffen konnte,
die Menschen so gehegt zu lenken und zu beeinflussen. Verständlich? Top-Trank, dankeschön. Das nehmen wir doch lieben gerne mit, oder? Hallo, bitte mach Platz, danke. Let's go. So, oh, es geht noch weiter nach oben. Können wir hier Surfer einsetzen? Kann man hier Surfer einsetzen? Boah, das würde mich interessieren. Weiß das jemand von euch? Kann man eigentlich in jedem Raum hineingehen und mit irgendwem reden? Yo, ah! Da ist der PC, lol. So, jemand ist PC? Dann werden wir Sina mal ablegen. I'm sorry for that, Sina. Alter, wir könnten jetzt sogar prinzipiell noch irgendein anderes Pokémon mit in den Fight hineinnehmen. Cool. Weiter bearbeiten. Nope, das war's dann auch schon. Mehr müssen wir nicht machen. Was geht bei euch, Wissenschaftlern? Mittlerweile sind wir sogar in der Lage, in das PC-Lagerungssystem einzudringen. Unser König muss nun den Befehl geben, schon rauben wir die Pokémon aus den Boxen. Oh, hey, bitte nicht. Da staunst du wohl, kleiner Streuner. Dieses Schloss ist das Ergebnis aller Mühen und Anstrengungen von Team Plasma M oder besser gesagt der wissenschaftlichen Errungenschaften von G-Cis. Na dann, wenn du das sagst, dann muss das wohl stimmen, oder? Was haben wir noch hier? Hallo? Das ist einfach ein random Raum. Es war meine Aufgabe, den Menschen ihre Pokémon wegzunehmen. Zu diesem Zweck sind mir von N Pokémon zugeteilt worden, mit denen zusammen ich diese Aufgabe erfüllt habe. Das Schlimme ist, ich soll sie jetzt wieder abgeben, aber das bricht mir das Herz. Kann es etwa sein, dass ich mich eigentlich gar nicht dazu eigne, Mitglied? Das kann gut sein, Diggi. Top-Beleber. Kann ich wieder verkaufen oder wegschmeißen, whatever, ne? Das kann gut sein. Alter, wie lang diese Story gerade ist. Ich dachte, wir wären uns instant beim Champ. Was haben wir noch hier für einen schönen Raum? Oh, spielst du mit einem Pokémon? Dieses Pokémon hat mich richtig in sein Herz geschlossen. Dabei sehe ich ihm nichts weiter als ein Werkzeug. Ein Mittel zum Zweck. Das soll einer verstehen. Meister war... Junge, das ist aber sehr egoistisch. Hi. Ob N der ideale Held ist, werden wir wissen, wenn du mit ihm gekämpft hast. Und wir werden auch wissen, wie sehr du diese Welt, in der Menschen und Pokémon koexistieren, wirklich beschützen willst. Das werden wir sehen. Das werden wir definitiv sehen, Maestro. Hi. Was ist da? Dieser Raum, das ist die Welt, in der N aufgewachsen ist. Boah, da gibt's voll die nicen Easter Eggs, meine ich. Ich kann mich erinnern, dass es da voll die nicen Easter Eggs gab. Alter, das ist, hier ist N aufgewachsen. Ich weiß, ich habe mal irgendein Video über dieses Zimmer gesehen. Wie gruselig dieses Zimmer eigentlich ist. Ein Eisenbahnset, das aus Schienen und einem Zug besteht. Das sieht so aus, als sei erst kürzlich damit gespielt worden. Ja, N ist einfach nur ein Kind. N ist einfach nur ein Kind. Ein Basketballkorb für den Heimgebrauch. Ein ziemlich abgeriffener Basketball. Darauf steht der Name Harmonia. 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 Auf den übereinander gestapelten Reifen liegt ein Skateboard. Ja, für die Halfpipe halt, ne? Können wir mit der Halfpipe interagieren? Dort ist ein Kunstdruck, auf dem geometrische Muster dargestellt sind. Eine Kiste voller neuer Spielzeuge. In dem Kunstdruck steckt ein Dartpfeil. Und da ist sogar eine Dartscheibe zu sehen. Hier oben ist ein Flugzeug. Da steht wohl jemand auf Flugzeuge. In der Spielzeugkiste sind jede Menge Schienenteile für das Eisenbahnset. N ist einfach nur ein Kind. Mehr ist er nicht. Ich finde das so krass. Generell diesen Raum, dieses Detail, was hier noch eingebaut worden ist. Weil N macht ja schon einen sehr bedrohlichen Eindruck. Muss man ja einfach mal so sagen, ne? Crazy, sehr, sehr crazy. Weiter geht's. Was haben wir hier noch Wunderbares? An anderen weit entfernten Orten zogen Team Galactic und Team Rocket seinerzeit zu viel Aufmerksamkeit auf sich und hatten deshalb viele Probleme. Warte mal, Team Rocket? Warte mal, warte, ich habe nicht aufmerksam gelesen. Bro, nochmal bitte. Hallo? An anderen weit entfernten Orten zogen Team Galactic und Team Rocket seinerzeit zu viel Aufmerksamkeit auf sich und hatten deshalb viele Probleme. Also dieser Teil spielt definitiv nach Team Galactic und Team Plasma, also nach Diamant und Hardgold, ne? Sehr cooles Detail. Sehr, sehr cooles Detail. Gestern, heute, morgen. Trainer, die ihre Pokémon gestern noch geliebt haben, schenken ihnen heute die Freiheit. Und morgen werden weitere Trainer ihrem Beispiel folgen. Und bei dir? Versucht man den Menschen ihre Pokémon mit Gewalt zu nehmen, werden sie sich nur widersetzen. Manipuliert man sie hingegen geschickt, schenken sie den Pokémon aus sich heraus die Freiheit.
Okay. Also ich würde meine Pokémon nicht einfach so rauslassen, wenn ich ehrlich bin. Crazy, wie viel man hier erfährt. Jetzt sind wir in der letzten Etage angekommen. Wir sind in der letzten Etage angekommen. Ich wollte gerade sagen, kann man da noch auf der anderen Seite raus oder was passiert da genau? Wow! Müssen wir erstmal gegen dich kämpfen, Maestro? Boah, ich habe die ganze Zeit ein Haar in der Fresse. Vor meinem Auge. Vor meinem geistigen Auge. Willkommen, Träger des Lichtsteins. Dieses Schloss, das so plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und das die Pokémon-Liga umhüllt, steht als Symbol für die Veränderungen Einahl. Was war das für ein Dance-Move? Der König dieses Schlosses wird von einem legendären Pokémon begleitet und ist der stärkste Trainer Einahls. Stärker noch als der Champ. Tief in seiner Brust schlägt das heiße Verlangen, die Welt zu verbessern. Wie kann ihn nicht als Helden Wenn man ihn nicht als Helden bezeichnen kann, wen dann? Nun ist alles vorbereitet. Wir werden die Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen. Muahahaha! So kann die Welt, die ich mir, die Team Plasma sich wünscht, endlich Realität werden. Die Pokémon gehorchen nur uns ganz allein und all diese hilflosen Menschen werden uns zu Füßen liegen. Endlich! Lang genug hat's gedauert, all die Zeit der pure Geheimhaltung, der Angst, der Plan könnte auffliegen. Damit ist es nun vorbei. So, vorwärts, auf geht's! Wir werden jetzt überprüfen, ob du auch das Zeug zum Helden hast. Na dann? Mal schauen, ob Lil Ardon aus einem kleinen Dorf das Zeug zum Helden hat. Ich bin gespannt. Da bist du. Junge, dieser Thron. Ich träume von einer Welt, in der es nur noch von Pokémon... In der es nur noch Pokémon gibt. Einer Welt, in der die Pokémon vom Joch menschlicher Unterdrückung befreit sind und ihre ursprüngliche Kräfte wiedererlangt haben. Das ist eine gute Welt. Alle sagen das. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Ich bin zu allem bereit. Auch wenn meine Pokémon-Freunde dabei verletzt werden. Ich glaube fest an meinen Sieg und werde alles dafür tun, ihnen herbeizu. Bla bla bla. Ich nehme an, du bist gut gewappnet. Yes! Wenn dem so ist, dann komm. Wenn dem so ist, dann komm und zeig mir, wie sehr du wirklich gewinnen willst. Werden wir davor noch Reshiram bekommen oder bekommen wir Reshiram erst danach? Ich weiß nie. Du bist hier, weil du eine Entscheidung zwischen uns beiden herbeiführen willst. Aber Reshiram reagiert nicht. Kann es sein, dass er dich noch nicht als Helden akzeptiert? Was für eine herbe Enttäuschung. Dabei hatte ich bereits ein klein wenig Gefallen an dir gefunden. In all unseren Kämpfen hatte ich bei dir immer das Gefühl, dass du ein Trainer seist, der seine Pokémon mit Respekt behandelt. Na dann? Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es war also doch nur ein Anmärchen, dass die zwei gegeneinander kämpfende Trainer gut verstehen können. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mich jetzt herausfordern, beseelt von deiner eigenen Wirklichkeit und dabei glorreich untergehen. Oder du kannst diesen Ort jetzt verlassen und dich an einer neuen Welt erfreuen. Ich werde den Kampf eingehen. Komm zu mir, Seekrom. Das ist unfair. Aber mein Stalobor wird das schon irgendwie regeln. Frosty wird ihn wegklatschen. Ey! N, dein Thron ist kaputt! Seekrom ist schon sehr, sehr mächtig. Das ist schon ein sehr freshes Pokémon. Vor allem, das hat eine übermächtige Attacke. Digga. Holy shit, let's go! Junge, da ist es. Seekrom. Geiles Pokémon. Sehr, sehr geile legendäre Pokémon. Das ist ein mächtiges Pokémon. Oh! Was war das denn? In deinem Beutel bewegt sich etwas und das ist nicht mein Penis. Ist das der Lichtstein? Dein Lichtstein und Reshiram es. Tja, hier. Lil Ardon, Digga. Lil Ardon ist es. Oh, das wird jetzt so episch werden, heilige Makrele. Der Lichtstein verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld und er lässt die Energie entweichen. Da ist es. Tschüss! Ich finde Seekrom immer noch nicer, aber Reshiram ist auch cool. Da Feuerdrache ist es, ne? Here we go! Man muss die Musik gerade einfach genießen. Junge, dieser Sound, episch.
Sekrom und Reshiram, sie waren ursprünglich eins. Ein einzelnes Pokémon, wie sah das denn aus? Die zwei Seiten einer Medaille, beide treten nun dann auf den Plan, wenn sie in einem Menschen einen wahren Helden sehen. Jetzt verstehe ich, genau das trifft also auf dich zu. Ich werde jetzt verraten, was dieses Pokémon zu dir spricht. Ich möchte mit dir kämpfen, gewinne meine Freundschaft. Du hast eine weite Reise hinter dir, doch es möchte sich vergewissern, ob du tatsächlich so nach deiner eigenen Wirklichkeit strebst, wie es scheint. Und ich würde außerdem nur zu gern wissen, wie stark du wirklich bist, also schnapp dir Reshiram. Alright! Ja, komm, wir werden einfach den Meisterball draufwerfen. Reshiram, dafür haben wir den Meisterball, um sehr kurzen Prozess an der Stelle zu machen. Da ist es. Level 50 müsste es sein, ne? Vor allem, wir haben sogar Platz für Reshiram im Team. Dann nehmen wir das doch direkt mit für den nächsten Fight. Turbobrand strahlt eine loderne... Okay. Und es kann so einfach sein. Zack, Meisterball. Was passiert eigentlich, wenn man Reshiram besiegt und nicht damit kämpft? Das würde mich interessieren. Das wäre auch ganz interessant, oder? Let's go! Bam! Das war mehr als einfach tatsächlich. Das war sehr einfach. Wahres Weiß. Ein aus Mythen bekanntes Pokémon, das wirbelt mit seinem Schweif Feuer auf, mit dem es alles in Asche legt. Geil! Wir suchen mal gemeinsam einen Spitznamen raus. Freunde, ich habe mich entschieden und zwar für Depons. Ist jemand, der wirklich, ist mir aufgefallen, weil er unter jedem Part, fast egal welches Video, einfach ein Ei-Emoji kommentiert. Mehr nicht. Und von daher sage ich mal an der Stelle, Depons, herzlichen Glückwunsch! Du bist das Reshiram geworden. Ich hoffe, du wirst mir gute Dienste leisten. Na gut, Reshiram akzeptiert also deine heldenhafte Stärke. Ja, heftig, oder? Werden wir jetzt schon gegeneinander kämpfen? Es wäre nicht gerade ehrenhaft, einen Kampf gegen deine angeschlagene Pokémon zu gewinnen. Hey, danke dir. Werden wir jetzt schon gegeneinander kämpfen? Oh, ich wollte eigentlich den Part beenden, aber nun gut. Dann wird es ein XXL-Part jetzt. Let's go. Muss ja auch mal sein, so ein XXL-Part, nicht wahr? Okay. Er setzt als erstes Sekrom ein. Halt dein Maul, Bro. Ich weiß nicht, ob Sekrom uns jetzt one-hitten wird. Und das Ding ist schon... Ey! Was soll die Kacke? Ich wollte Musa als erstes einsetzen. Come on! Na dann. Kreuzflamme, Schlitzer. Ja gut, Feuerodem ist sehr effektiv, ne? Obwohl Feuerkreuzdonner wird eingesetzt. Das ist natürlich eine starke Attacke. Mal gucken, ob es ein One-Hit wird. Er ist nicht sehr effektiv. Hätte mich auch gewundert. Ja, Feuerodem ist sehr effektiv, Baba. Glaubst du in allen Ernstes? Ja, safe. Zweimal Feuerodem und dein Sekrom ist weg. Junge, Sekrom ist so ein schnelles Pokémon und Kreuzdonner ist so eine legendary Attacke. Ist ja auch wirklich eine legendäre Attacke an der Stelle. Ja, Feuerodem, easy. Ciao, Sekrom. War mir eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Hat Spaß gemacht. Junge, 5000 Erfahrungspunkte. Karipass? Was ist denn Karipass? Karipass. Ah! Oh no. Karokreis, Wassergestein. Ja, Bro, easy. Digga, Stigi wird das mit einem One-Hit wegklatschen. Einfach Pflanze Vierfachstärke an der Stelle. So, einmal Laubklinge. Bababab. Wird das ein One-Hit werden? No! Robustheit hat das Ding. Interessant. Ja, der wird jetzt auf jeden Fall wieder Top-Genesung. Ja, es war klar, dass er Top-Genesung einsetzt. Egal, dafür haben wir schon 4 Tränke in diesem Fight. Sehr sexy. Bam, bam, bam! Achso, by the way, ich muss ja auch das Layout oben noch anpassen, fällt mir gerade auf. Wir machen das mal nebenbei. Ich glaube, das wird eh nicht so anstrengend werden. Setzt er nochmal Top-Genesung ein? Nee, cool. Dann werde ich nebenbei schon mal Reshiram einfügen. So, wo ist denn der Süße hier? Achso, es gibt ja auch Reshiram als Shiny, stimmt ja. Geil, Stigi erhält 2500 Erfahrungspunkte, sehr sexy. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, definitiv. Was kommt als nächstes? Gelatwino! Okay. Würde gerne Depons einsetzen, aber ich habe da so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. So, Reshiram ist einmal hier oben dabei. Dann müssen wir keinen Cut setzen, Freunde. So, cool. Auf geht's. Funkenflug würde ich jetzt böse fühlen, wenn das auf Anni treffen sollte. Funkenflug.
Hagelsturm, Sexy Maxi. Das ist natürlich strong. Ich hoffe, dass Funkenflug auf Anhieb trifft. Bam. Let's go. Ist easy ein One-Hit. No! Ah, wegen Hagelkörnern. Ich verstehe. Okay. Keine Top-Genesung. Interessant. Er hat keine Top-Genesung diesmal eingesetzt. Why? Nicht sehr effektiv, Baba. Bro, sehr, sehr nicer Fight bisher. Drei Pokémon sind schon weg. Easy. Ich will natürlich jetzt nicht zu Größetone spucken. Ah, das ist Flug-Pokémon, ne? Das müsste ein Flug-Pokémon sein. Okay. Aber man hat Frosty nicht Steinhagel? Ja, yeah, let's go. Meiner ist ein Fluggestein sogar? Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich mich vertue an der Stelle. Nee, das ist doch safe nur Flug. Steinhagel, let's go. Drachenklaue, normal effektiv. Das dürfte uns jetzt nicht sonderlich aus dem Leben hitten. Bam. Geil. Wird N seine Top-Genesung raushaschen? Knirscher, auch normal effektiv, ist jetzt nichts Besonderes. Geil! Es läuft gut und dabei sind wir nicht mal overlevelt. Geilo! So, vier Pokémon sind weg. Klick, dick, klack. Feuer ist am sinnigsten. Let's go, Depons! Wir setzen aber vorher, glaube ich, nochmal einen Hypertrank ein. Einfach aus Sicherheitsgründen. Man weiß ja nie, was passiert. Wir haben eh vier Hypertränke zur Verfügung. Oh, das ist sogar die Weiterentwicklung. Turbobrand. Alter, ich würde ganz gerne wissen, was diese Fähigkeit kann. So, warte mal, bin ich blöd? KP-Erholung. Ein bisschen blöd bin ich, aber nur ein bisschen, Freunde. So, Depons mit einem wunderbaren Hypertrank. Los geht's. Oh, es hat aufgehört zu hageln. Sehr nice. Let's go! Da gehen wir mal mit Kreuzflamme rein. Wie stark ist das? Okay, schon nicht schlecht, aber Kreuzflamme ist zu strong. Das wird ein One-Hit werden, oder? Oh! Zoroark, Baby! Da hast du mich hops genommen. Ja, nochmal Kreuzflamme, weil... Oh! Warum setzt er keine Genesung mehr ein? Das wundert mich. Okay, ja, Zoroark und Zoroark. Sehr geiles Pokémon. Sehr, sehr nice Pokémon. Ich feiere auch das Design. Sehr episches vor allem. Jetzt wird das Pokémon eingesetzt. Okay. Bleiben wir mal drin, ne? Setzen aber den nächsten Hypertrank ein. Ist das letzte, oder? Mein letztes Pokémon. Gib mir Mut, mein Freund. Achso, auf einmal ist es dein Freund, du Heuchler. Aber zwingst dazu, gegen mich zu kämpfen. Yes, baby! So und nicht anders, Bro. Hyperstrahl, yo! Ich hab's mir spektakulärer vorgestellt. Das wird jetzt aber safe and wanted werden. Hat Kreuzflamme nicht sogar eine hundertprozentige Treffwahrscheinlichkeit? Da fand ich den Kampf Top 4 Dude schwieriger. Geilo! Da haben wir N besiegt. Ja, war einfacher als gedacht. Klar, also Depons hat uns natürlich große Hilfe geleistet. Aber selbst ohne wär's. Okay, gegen Seekrom, das wäre, glaube ich, schwierig geworden. Wobei. I don't know. Kann man machen, oder? Kann man machen. Was geht? Seekrom und ich haben verloren. Dein Wille. Dein Wunsch nach einer neuen Wirklichkeit. Wer stärker als der unsere. Reshiram und Seekrom, beide haben sich jeweils für ihren eigenen Helden entschieden. Aber kann das denn sein? Können zwei Helden wirklich zur gleichen Zeit existieren? Der eine strebt nach seiner eigenen Wirklichkeit, der andere verfolgt vom Wunsch beseelt seine Ideale? Kann es womöglich sein, dass beide recht haben mit dem, was sie tun? Ich weiß es nicht. Sollte man andere Überzeugungen also an sich heranlassen, anstatt sie abzulehnen? Würde das gar eine positive chemische Reaktion auf der Welt auslösen? Ist das etwa die Formel, die in der Lage ist, die Welt zu verändern? Who knows? Man munkelt. Boah, jetzt wird's, glaube ich, sehr episch werden, oder? Und du willst wie ich den Namen Harmonia tragen?
Du machst unseren Namen Schande. Du bist unwürdig, mein Sohn. Ah, guck mal. Das ist sein Daddy. Ich war es, der N überhaupt erst dazu gebracht hat, sein Leben dem Streben nach seinen Idealen und der Erfüllung seiner Wünsche zu widmen und das legendäre Pokémon wiederzuerwecken, um meinem Team Plasma damit die nötige Autorität zu verleihen. Auf diese Weise würde das feige, verweichlichte Volk aus Angst vor mir erzittern und brav meinen Weisungen folgen. Diese Aufgabe hat er auch zufriedenstellend erfüllt, okay? Aber dann war er auf einmal besessen davon, sich dem anderen legendären Pokémon zu stellen, für seine Überzeugungen zu kämpfen und herauszufinden, ob er sich als Held beweisen könnte. Doch was ist geschehen? Er hat eine schändliche Niederlage gegen einen gewöhnlichen Trainer erlitten. Er ist eben doch nur ein halber Mensch, weil er ausschließlich unter Pokémon aufgewachsen ist. Ja, Bro, was erwartest du? Ich kann es nicht fassen, dass einem Trainer wie du von einem legendären Pokémon auserwählt wurde. Damit hätte ich nie und nimmer gerechnet, aber das ändert rein gar nichts. Ich weiche nicht von meinen Zielen ab, okay? Werden wir jetzt gegeneinander kämpfen? Oder auch nicht? Da kommt meine Boyband. Yeah. Boys Who Cry. Über die Welt herrschen? Da schreibe ich doch lieber erstmal einen Track über den Frieden. Wollte Team Plasma dem Pokémon nicht die Freiheit schenken? Das war nur der nötige Vorwand, um Team Plasma zu dem zum... Ah! Wieso sollte man sonst auf die Idee kommen, so etwas Praktisches wie die Pokémon in die Freiheit zu entlassen? Es lässt sich schließlich nicht leugnen, dass das Potenzial der Menschen viel größer ist, solange sie mit den Pokémon zusammenleben. Aber genau das ist ja auch der Grund, warum ausschließlich ich die Pokémon für meine Zwecke einsetzen werde. Du bist wirklich verrückt. Du bist größenwahnsinnig. Deine Meinung interessiert hier niemanden. Auch wenn manche es als Gottheit verehren, ein Pokémon ist und bleibt nur ein Pokémon. Es mag dich vielleicht auserwählt haben, Liladorna, und deswegen nötigst du mir noch lang keinen Respekt ab. Komm, ich möchte den Moment aus der nächsten Nähe genießen, wenn ich dir jegliche Hoffnung raube, okay? Wer kommt jetzt? Achso. Ah, jetzt kommt... Oh, das wird echt XXL-Part, Freunde. Eigentlich wollte ich heute noch ein paar andere Dinge machen, aber... Nehmen wir mal eine Stunde Pokémon auf an der Stelle. Bruder, dieser Depp! Okay, da setzt er direkt mal ein Geist-Pokémon ein. Deegan Cries. So, die Ponce. So, Turbobrand wird eingesetzt. Okay, ja, wir wurden geheilt. Boah, wollen wir mal einfach mit Kreuzflamme rein? Müsste ja stark genug sein, oder? Oh, natürlich setzt sich schon Schild ein. Sehr interessant. So, nochmal Kreuzflamme. Mal gucken, was die Kreuzflamme so bewirkt. Ich frage für ein Schulprojekt. Stark! Vor allem, wie ruhig die Musik jetzt gerade ist, ne? Na, damit war ja schon zu rechnen, okay? Egal. Nochmal Kreuzflamme und echt natürlich schon mal weg. Da haben wir das erste Pokémon jetzt schon besiegt. Okay, bam. Was wird als nächstes eingesetzt? Bisofunk, lol. Das ist Typ normal, ne? Ich glaube, da ist es sinnig, mit Nikolas reinzusliden, ne? Ja, wobei, wenn das Ding jetzt... Junge, was ist das gerade für Musik? Wir gehen mal mit Musa rein. Aus zwei Gründen. Giftstachel und Toxin. Alter, ist das gerade episch. Wir fucken. Nein! Bro! Einfach nur ein dickes Bro! Boah, da setzen wir uns den ersten Trank ein. Ich glaube, irgendwer wird draufgehen, leider. Kann es sein, dass irgendwer draufgehen wird? Halte ich für nicht unwahrscheinlich. Es war so klar, Digga. Steinschädel Erdbeben. Okay, wir gehen mit Stigi rein. Wenn er jetzt nochmal Erdbeben einsetzen sollte oder irgendeine andere Attacke. Stromstoß, yes! Zieht nichts. Geil. Genauso und nicht anders. Wir werden uns weiterhin einrollen. Wir werden Stigi wieder nach oben pushen, weil das ist jetzt, glaube ich, nötig. Um gegen Bisofunk eine gute Chance zu bekommen. Alter, ist Steinschädel stark, Mann! Kacke, verdammt.
Der zweite Übertrank, wir haben jetzt nur noch einen Trank frei, aber Gezis wird hundertprozentig wieder Tränke einsetzen. Okay, Steinschädel. Starke Attacke, Bro. Es zieht halt fast... Ja, wobei, wenn wir mit Gigasauger reinsliden... Überleben wir das? Es zieht original nichts. Digga, einfach Steinschädel, come on! Bro, das Bisufang nimmt unser komplettes Team auseinander! Verdammt, okay. Wir haben jetzt keinen Hypertrank mehr zur Verfügung. Aber Stiggy muss das reißen. Er setzt nochmal Steinschädel ein. Gift-Hieb! Bro, Laubklinge. Nimm ihn jetzt bitte, Hops. Erst danke. Bro, aber Steinschädel hat mehr gezogen. Oh mein Gott, Alter, jetzt wird's knackig. So, das ist, glaube ich, unter anderem der Unlicht-Typ. Rike Falo. Unlichtdrache? Kann es sein, dass das ein Unlichtdrache ist? Ja. Na, guck mal, mit Feuerodem von Depons. Ja, let's go. Unlichtdrache, Digga. Was eine Typenkombination. Dann sliden wir mal mit Feuerodem hinein. Boah, Turbobrand, let's go. Wir sind vergiftet und wir dürfen jetzt keinen Trank mehr einsetzen. Ich glaube, die Nuzlocke endet jetzt an der Stelle, ne? Unlicht. Drache. Boah, jetzt sind wir sind underleveled. Hat der Schwebe? Können wir den... Normalerweise entwickelt sich das Ding jetzt auf Level 64, das finde ich gemein. Alter, da haben wir schon direkt Depons verloren. Trifft Erdbeben? Warte mal, haben wir irgendeine... Boah, das wird jetzt sehr, sehr knackig werden. Ich habe das Gefühl, dass das Ding unser komplettes Team auseinandernehmen wird. Sina wäre jetzt wichtig gewesen. Bericht. Erhöht in Sandstürmen die Initiative. Mann, warum kann das eine Kampfattacke? Okay, er hat eine Drachenattacke, Fokus, Kampf. Drache, Kampf hat er. Ja, der wird irgendeine Unlichtattacke besitzen, hundertprozentig. Also wir haben Kampf, Drache, Unlicht. Ich glaube, wir müssen Musa jetzt eh opfern, oder? Ich glaube, wir müssen Musa jetzt eh opfern. Wollen wir da Toxin reinhauen? Ja! Musa, du Maschine! Feuersturm. Stiggy hat auch keine Chance. Der hat einfach Feuersturm. Der nimmt unser komplettes Team auseinander. Geil, oder? Rilled. Vielleicht noch Giftspitzen? Ja.
Alter. Ja, was nun, ne? Wir haben Bürde. Wie effektiv sind Geist-Pokémon? Warte mal. Geist-Effektivität. Pokémon-Geist-Effektivität. Effektiv gegen Psycho-Geist, ist anfällig gegen Geist und Licht. Okay. Er hat Feuersturm, was machen wir? Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir sind tot. Das war's. Das war's mit der Nuzlocke. Heftig. Gegen Trikefalo. Ist vielleicht Funkflug sinniger? Du hast Surfer! Er hat noch keinen Trank eingesetzt. Ich weiß jetzt nicht, was auf uns wartet. Alter, unser Team ist so ausgedünnt, ne? Unser Team ist jetzt so Brannerwarz. Oh, ja. Brannerwarz ist das Wasser-Pokémon, ne? Ja. Stiggy. Stiggy, du bist so wichtig, Digga. Nikolas hat... Alter, hätte der nicht Feuersturm eingesetzt, wir wären tot. Toxin war sehr wichtig. Fuck, Gigasauger. Ja! Damit müsste eigentlich... Setzen Trank ein, Bro, setzen... Ich hätte mir gewünscht, er hätte überlebt, weil er hätte mir wieder einen Trank zur Verfügung. So, Brannerwarz ist weg, Digga. Gigasauger, sehr wichtig. Was will jetzt nächstes einge... Zaplarang, Digga. Zaplarang. Das ist nur Elektro. Ja, es ist nur Elektro. Weiterkämpfen. Stiggy, Bro, das wird sehr, sehr spannend werden, Mann. Egelsamen. Fangen wir mal mit Egelsamen an. Richtig und wichtig, ja? Er wurde bepflanzt. Mann, warum? Scheiße. Warum keine Akrobatik? Warum? Und er hat Schwebe. Ja gut, das bringt ja eh nichts mehr, ne? Alter, Yasin, meinst du kannst einen Angriff überleben? Ah, verdammt. Ich glaube, er hat noch zwei Pokémon, müsste er haben, ne? Oh oh. Danke, Yasin. Danke! Okay. Sind wir schneller als das Ding? Mogelhieb, Schlitzer. Polterknecht, warte mal. Attacken, Folterknecht. Erzürnt das Ziel, um wiederholte Einsatz derselben Attacke zu verhindern. Ist das der Schlüssel zum Erfolg jetzt gerade? Oder sollen wir einfach draufhauen? Vielleicht sollten wir einfach draufhauen. Danke. Wir treffen als erstes Yasin, ist sehr, sehr schnell.
Stromstoß wird eingesetzt und Stromstoß nimmt uns jetzt hops. Oh Gott. Nikolas, let's go. Wir müssen mit Spukball rein. Sind wir schneller? Danke, das Ding müsste weg sein, oder? Wir haben noch 2 Pokémon, selbst wenn wir das jetzt überleben sollten, ne? Okay, was wird er jetzt einsetzen? Digi erreicht Level 53, wichtig? Oh nee, Digga. Oh nee, oder? Unlichtstahl! Wer ist schneller, Nikolas oder er? Funkenflug muss treffen. Funkenflug hat eine Genauigkeit. War das schon immer so? Oh, hallo? Hä? Hat ja gar nicht auf dem Schirm. Lol. Okay. Ja, wir sind schneller. Bitte, One-Hit. Ehrlich, ich dachte, das wäre jetzt der letzte Part. Na gut, aber jetzt bald wird der letzte. Wobei, wir haben noch ein paar auf der Backup-Box, ne? Die muss ich dann nur entwickeln, die Dinger, die ich noch habe. Ich bin der perfekte Herrscher, okay? Denkst du jetzt immer noch, dass Menschen und Pokémon voneinander getrennt leben sollten? Was sagst du dazu? Maha. Mir war es leider nicht vergönnt, als Held angesehen zu werden. Ich merke schon. N ist deine Schöpfung, Meister. Es ist das Resultat eines Experiments, ein unvollkommenes und zulängliches Zerrbild von Menschen. Du glaubst auch nicht tatsächlich, dass so einer je begreifen wird, was du von ihm willst, okay? Lauro, ich empfinde es als extrem lästig und nervig, mir das Geschwätz von diesem Verrückten noch länger anhören zu müssen. Ist doch offensichtlich derjenige, der kein menschliches Herz hat. Wie recht du hast, wirklich eine traurige Gestalt. N. Dir spuken jetzt bestimmt viele Dinge im Kopf herum, aber eins ist sicher, du hast dich aus freien Stücken auf deine Reise begeben, beseelt von deinem Wunsch und Idealen und nicht, weil du von Gezis dahingehend manipuliert wurdest. Nur deshalb war es dir überhaupt erst möglich, dem legendären Pokémon zu begegnen. Aber ich habe einfach nicht das Zeug, ein wahrer Held zu sein. Meinst du? Entscheidend ist doch, was du mit von jetzt an zusammen mit dem legendären Pokémon tun wirst. Wahre Worte! Ja, aber wir haben bisher doch auch für das gekämpft, woran wir geglaubt haben. Aber warum? Wozu? Hör mir zu! Nur wenn man sein Gegenüber nicht versteht, ist das noch lange kein Grund, dessen Meinung und Ideen völlig abzulehnen. Wenn Menschen miteinander streiten, gibt es nicht zwingend nur eine Seite, die recht hat. Wahre Worte! Wahre Worte! 2 Seiten hat eine Medaille. Bitte mach dir darüber einmal Gedanken. So, und du kommst jetzt weg, oder? Ciao! Was passiert jetzt? Hallo? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Oh, das wird jetzt so traurig, ne? Das ist einer der traurigsten Spielemomente aller Zeiten, meiner Meinung nach, was jetzt passieren wird. Vor allem mit dieser melancholischen Musik. Es geht um unsere erste Begegnung in Gavina. Was eines deiner Pokémon damals gesagt hat, war ein echter Schock für mich. Ich weiß nicht, warum, aber dein Pokémon hat damals gesagt, es hat dich gern. Dass es gern bei dir sei. Ja. Ich konnte nicht begreifen, dass es auf der Welt Pokémon gibt, die Menschen mögen. Solche Pokémon hatte ich bis dahin einfach nicht gekannt. Von da an wurde ich auf meinem Reisen immer wieder an meinem Grundfesten erschüttert. Ich traf auf so viele Menschen und Pokémon, die einander vertrauten, einander halfen. Daher fühlte ich mich auch dazu angehalten, in Kämpfen mit dir auf die Probe zu stellen, woran ich eigentlich glaubte.
Und ich wollte auf jemanden treffen, in dessen Brust das Herz eines Helden schlägt, ganz wie bei mir. Ich verstand nur die Pokémon. Nein, nicht mal das. Ich verstand nur einige wenige Pokémon. Kein Wunder, dass ich es nicht mit dir aufnehmen konnte, da du mit so vielen Pokémon Kontakt hattest und von so vielen Pokémon umgeben bist, die sogar deine Freunde sind. Wir sind Homies. So sind wir, so. Nun ja, der Champ hat mir vergeben, aber es liegt nun wohl tatsächlich an mir, wie mein nächster Schritt aussieht. Liladon. Du hast mir von deinem Traum erzählt, lass ihn Wirklichkeit werden. So wird deine ganz eigene Wirklichkeit eines Tages Realität werden. Wenn das jemand schaffen kann, dann du. Nun dann. Leb wohl. Und weg ist er. Pokémon Schwarze Edition. Hä? Müssen wir nicht noch gegen den Champ spielen? Hä? Ich dachte, jetzt kommt instant der Champ-Kampf. Das war's. Oh, hallo. Aber naja, Freunde, das ist noch nicht der letzte Part gewesen. Aber haben wir die Nuzlocke geschafft? Haha! Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich glaube, es gibt an der Stelle noch keine große Abschiedsrede. Weil wir noch ein Part machen werden, es fühlt sich noch nicht wieder Abschluss an. Und von daher würde ich sagen, ich denke mal, das Game speichert früher oder später mal, vermutlich. Freunde, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir diesen Fight schaffen. Ich dachte, es wird jetzt hier enden, scheint im letzten Fight gegen Gezis, aber wir haben es doch irgendwie hinbekommen. Und von daher sage ich mal an der Stelle, wir sehen, glaube ich, Seekrom im Hintergrund, oder? Oder irgendein Stein oder sowas in der Art, ich weiß es nicht. Danke fürs Zusehen, danke an die Lito Umlaut Generalmember, sehr krasser XXL-Part und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wo ich dann ein paar mehr Worte dazu verlieren werde. Bis dahin, euer Umlautmann. Cheerio! Real.